Hallo und herzlich willkommen, ihr Modern Consumer, zum zweiten Part meiner Ultimate Team oder Ultimate Team Reihe in FIFA 17. Im ersten Part war mein erstes Mal mit euch zusammen FIFA 17 Ultimate Team, mein erstes Online-Spiel Liga 10. Jetzt gibt's das zweite Online-Spiel Liga 10. Die Mannschaft so ein ganz bisschen geändert. Ich habe mal Boateng auf die linke Seite gemacht. Ich wollte da eben was testen. Aber wir haben einen neuen Stürmer am Start. Den wollen wir heute auf jeden Fall austesten. Ich habe ein paar Münzen übrig gehabt. Und den wollen wir jetzt mal austesten. Hier Vargas von Hoffenheim. 4 Sterne. Der ist nochmal um einiges schneller als so ein Petersen. Können wir auch nochmal vergleichen. Also der hat eigentlich alles besser, außer Defensiv und Physis. Aber die Physis ist bei Petersen jetzt auch nicht so das Wahre. Deswegen wollen wir mal gucken, ob der so ein bisschen flinker ist und was wir jetzt hier so reißen können. Viel Spaß im zweiten Spiel. Mal gucken, was der Gegner so am Start hat. So, der nächste Gegner hier mit einer Mischmasch-Mannschaft. Auf jeden Fall dabei. Das freut mich doch auf jeden Fall. Sowas gibt es erstmal nur am Anfang von FIFA 17. Das werden wir nicht lange mehr so erleben, dass das alles noch so hier durchgewürfelt ist. 52 Chemie. Er hat sein Mikro an. Naja. What the fuck? Erste Chance hier für mich im Spiel. Schön durchgeleitet hier, das Ding. Oh, oh, oh. Erster Schuss vom Gegner. Alles noch gut. Ja, der Klaus war's. Klausi! Was geht, du alte Birne, du? Wow, was ein Pass, ey. Was eine Chance hier. Schön durchgespielt. Jetzt die Flanke. Der grätscht da noch rein. Und da gibt es den Freistoß. In einer guten Position, wie ich jetzt finde. Gelb, ja. Da kannst du auch noch so schön so machen. Das gibt trotzdem Gelb. Vargas, Alter. Vargas hier zum 1:0. Was ein geiles Ding. Ey, richtig schön. Ich wollte den auch da vorne so haben. Aber dass er den so geil reinmacht, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Vargas hier, Hansa der Gegner und schon die Frustration hoch 10. Boah. Na, der Klausi, der will es heute noch wissen. Boah, Leute, was ist da los? Nee, so leicht kommt man bei mir nicht vorbei. Den Trick kenne ich selber. Der passt trotzdem dahin. Shit. Der Torwart geht da nicht hin. Den kann er doch holen, den Ball. Er muss nur seinen Fuß rausmachen. Also was der Torwart da hinten rumeiert und nicht einen Schritt vorne rausgeht, das muss man nicht verstehen, weil den Querpass, den kann man ganz einfach abwehren. Also unnötig, ärgerlich und dumm von der KI, muss man ganz klar sagen. Und der Gegner schmatzt hier irgendwie ins Mikrofon. Naja, und damit gehen wir jetzt in die Halbzeit rein. Mal kurz in die Statistik reinschauen. Tja, das war effektiv von ihm. Ein Querpass hat gereicht und das Ding war halt drin. Ärgerlich. Hoffen wir mal, dass es jetzt... Na, ich muss jetzt einfach in der zweiten Halbzeit nochmal so ein geiles Tor wie mit das erste mit Vargas schießen. Ja, schön durch. Vargas dranbleiben. Ja, Vargas. Flanke. Und... Ah, und da ist er noch drin. Der ist noch drin. Da, komm in die Mitte, da ist doch alles nicht so ganz klar, was da passiert, aber dann klärt er das Ding doch irgendwie mit Glück raus, muss man jetzt schon sagen. Boah, was hier, so ein Eckball, knapp daneben. Schön. Vargas in die Mitte, auf Mali. Ja, schade. Das wird ein Rumgestocker da vorne. Bis zum geht nicht mehr. Nein! Oh, er kommt wieder frei zum Schuss. Also Leute, es ist echt ein hart umkämpftes Spiel hier. Eigentlich dem 0-0 jetzt komplett würdig, muss man so sagen. Aber es ist ja noch ein paar Minuten Zeit. Und ich glaube, die Zeit läuft eher gegen mich gefühlt gerade. Also ich kann froh sein, wenn ich das Ding hier am Ende nicht noch verliere oder sowas. Aber warte. Oder? Nee. Schöpf in die Mitte und... Nein, der letzte Schuss im Spiel. Das hätte es doch sein müssen, Mali hier. Aber damit geht das jetzt unentschieden aus. Schade, das zweite Spiel unentschieden. Das erste gewonnen, immerhin nicht verloren. Oh, hier, Vargas hat sich echt gut gemacht vorne. Ich würde auch sagen, dass er besser war jetzt, also vom Feeling auch, als ein Nils Petersen. Aber auf dem Flügel, da bin ich nicht ganz so zufrieden. Da brauchen wir auf jeden Fall noch was Besseres. Schöpf, irgendwie, da könnte mehr kommen.
Aber allgemein, die Mannschaft ist noch ausbaufähig, das ist ganz klar. Trotzdem war es das jetzt erstmal für den zweiten Part. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, da zuzuschauen. Ich zeige euch hier so die Highlights. Ich denke mal, das passt auch so ganz gut. Hier seht ihr nochmal die ganzen Statistiken. Also das Unentschieden geht vollkommen in Ordnung. Kann man jetzt nicht meckern. 4 Punkte, 8 Spiele noch bleibend und 5 brauche ich noch. Also bis zum nächsten Part. Macht's gut. Danke fürs Zuschauen. Euer Basti oder auch Modern Consumer. Ciao.